Hallo, ich bin Marco von Authentic German Learning und heute reden wir darüber, wie andere Menschen uns beeinflussen. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Jetzt mach sofort das Video aus. Mach ich. Der Schnelltipp. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Lernen einer Sprache und dem Erwerben einer Sprache. Man kann Grammatik bzw. eine Sprache im Allgemeinen entweder lernen oder erwerben. Beim Lernen denken wir bewusst über die Regeln nach. Wir lernen Grammatikregeln auswendig und beim Erwerben passiert das Ganze unbewusst. Dadurch, dass du dieses Video schaust, erwirbst du unbewusst die deutsche Sprache. Ich brauche dir keine Grammatikregeln zu erklären, weil dein Gehirn die Muster erkennt. Der Erwerb einer Sprache ist weitaus effektiver als das Lernen einer Sprache. Ob wir es wollen oder nicht, andere Menschen beeinflussen uns. Und je mehr Zeit wir mit bestimmten Menschen verbringen, desto mehr beeinflussen sie uns. Es gibt verschiedene Arten, wie man beeinflusst werden kann. Am allerwichtigsten ist natürlich das Weltbild und die Werte der Menschen. Ja, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die positive Werte haben und die ein rationales Weltbild haben, dann werde ich dieses Weltbild auch zumindest teilweise übernehmen. Wenn ich mich mit Leuten umgebe, die ein negatives Weltbild haben, die zum Beispiel denken, dass alle Menschen schlecht sind, dann wird das auch einen Effekt auf mich haben. Deshalb ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass wir vorsichtig sind, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Dass wir uns im Klaren darüber sind, mit wem wir unsere Zeit verbringen und ob wir auch wirklich Zeit mit diesen Menschen verbringen wollen. Dies ist etwas, was ich lange Zeit nicht gemacht habe. Ich war mir lange Zeit nicht bewusst, was für einen Effekt die Menschen um mich herum auf mich hatten. Und es war sehr schwierig für mich, mir einen neuen Freundeskreis zu suchen. Aber jetzt, da ich einen Freundeskreis habe von Menschen, die sehr offen sind und rational, geht es mir viel besser. Das ist ein Grund, warum ich mit euch heute über dieses Thema reden möchte. Und ein anderer Weg, wie andere Menschen uns beeinflussen können, sind, ich sag mal, Oberflächlichkeiten. Also das sind Gesten, das sind Redensarten. Und das ist der zweite Grund, warum ich mit euch über dieses Thema sprechen möchte. Denn in einem gewissen Sinne werdet ihr vielleicht ein paar Redensarten von mir übernehmen, die ihr nicht haben würdet, wenn ihr anders Deutsch lernen würdet. Ja,
Ich gebe euch ein Beispiel. Und diese Geschichte ist sehr lustig, meiner Meinung nach. Also es gab diese Gruppe von Menschen, die Hebräisch gelernt haben. Ja? Und ihr Lehrer, ihr Hebräischlehrer, war ein alter, ruhiger Mann. Und dieser alte, ruhige Mann hat immer sehr langsam gesprochen. Und wahrscheinlich auch tief. Ja, dieser Mann hat immer sehr langsam und tief gesprochen. Was ist passiert? Nun, die Menschen, die Hebräisch gelernt haben mit ihm, diese Menschen haben dann immer sehr langsam gesprochen, wenn sie Hebräisch gesprochen haben. Aber dieses langsam Sprechen hat ja gar nichts mit der Sprache zu tun. Ja? Sie haben es nur von ihren Lehrer übernommen. Ja? Ein anderes Beispiel ist eine Gruppe von Studenten, die Chinesisch gelernt haben. Und diese Menschen haben dann immer ein bisschen höher gesprochen, wenn sie Chinesisch geredet haben. Warum? Ihre Lehrerin war eine Frau, die eine hohe Stimme hatte. Und die Verwirrung, die entstanden ist, ist die, dass sie einfach übernommen haben, wie ihr Lehrer oder ihre Lehrerin gesprochen hat. Ja? Und das ist, was passiert, wenn man eine Sprache lernt, ja? Wenn man eine Sprache erwirbt, dann übernimmt man das, was man hört. Ja? Man bekommt sehr viel verständliche Inhalte und dann saugt man praktisch die Sprache auf. Man gibt die Sprache so wieder, wie man sie gehört hat. Und so ist es auch bei mir. Ich benutze manchmal Redewendungen oder Redensarten, die ich von meinen Eltern übernommen habe, aber die andere Deutsche nicht benutzen. Insofern ist die gute Nachricht für euch: Dadurch, dass ihr mit mir Deutsch lernt, werdet ihr, wenn ihr Deutsch sprecht, wie ein junger, gesunder, enthusiastischer Deutscher klingen. Das meine ich nicht ganz ernst, aber es ist ein interessanter Gedanke. Ich hoffe, euch hat dieses Video auch so viel Spaß gemacht wie mir. Und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss. Eine kleine Bitte zum Schluss. Hat dir dieses Video gefallen? Bist du in Foren unterwegs oder in Facebook-Gruppen oder in anderen Gemeinschaften, in denen es darum geht, Deutsch zu lernen? Nun, mir würde es sehr viel helfen, wenn du in diesen Foren oder Gruppen meine Videos teilen könntest. Ja? Also wenn dir dieses Video gefallen hat oder wenn du ein Lieblingsvideo von mir hast und davon sehr viel profitiert hast und mit mir Deutsch lernst, dann fände ich das toll, wenn du sie teilen könntest. Ja? Teile sie mit deinen Freunden, teile sie in Gruppen, teile sie in jeder Gemeinschaft von Deutschlernenden, in denen du dich befindest. Wenn du vielleicht zu einem Deutschkurs gehst, ja, dann kannst du auch meine Videos teilen und das fände ich total super, wenn du den Leuten von mir erzählen würdest. Okay? Das würde mir sehr viel helfen und ich wäre dir total dankbar dafür. Danke schon mal im Voraus und
Wir sehen uns morgen. Tschüss.